Schön hast du auch heute wieder eingeschaltet an diesem wirklich schönen Tag. Und wir spielen weiter Sim Airport. In der letzten Folge haben wir hier die Zahl der 40 Blöcke abgemessen. Wir werden den Gang hier, aha, das ist auch neu, den Gang hier 10 Blöcke breiter machen als den, aus Platzgründen, weil ihr seht, es ist eng hier. Es geht zwar hier, aber hier können Maschinen bis 500 Passagiere kommen und dann ist es einfach... Dann könnte es hier wirklich knapp werden, sage ich mal so hervor. Zum Glück haben wir sehr viel Geld, was jetzt gerade alles weg ist. Aber wirklich, wir hatten so viel, jetzt ist alles wieder weg. Das wird auf jeden Fall hier unsere Baugröße werden. Und ich muss schauen, dass ich dahinter dann möglichst schnell eine große Startbahn hinkriege. Also da werden noch weitere Gates kommen, wir können es gerade mal schnell anschauen. Wieder ein XL natürlich. Das kommt dann hier so hin. Genau hier. Und da hinten Taxiway und die große Startbahn. Das heißt, wir müssen noch mindestens ein solches Feld kaufen hier. Das ist das Minimum. Ja, jetzt können wir natürlich beginnen hier zu planen dann. Sobald wir wissen... wie breit es wirklich ist und es das nicht mehr so angeht. Die haben alle stuck. Alle stecken irgendwie fest. Ja, dass es nicht mehr einfach so hingeklatscht aussieht wie da. Überall mal ein bisschen Job. Und ich möchte mal schnell auf die Finanzen schauen von gestern. Wir haben nur schon mit Retail 100.000 eingenommen. Und da seht ihr einfach Electronic Spending 22.000 mehr als der Health Food Kiosk und der Dessert Kiosk. Und die Bar auch sehr toll vertreten und der Snack Kiosk. Und auch der Geldautomat einfach so viel. Retail Food fast nichts. Stuff 137.000. Ja, ich glaube, der Lohn wurde erhöht. Ich glaube fast. Der Lohn wurde wirklich erhöht. Ja, jetzt stockt es wirklich. Was steht denn hier? 30 pro Stunde. Ich glaube, der Lohn wurde erhöht. Macht auch Sinn, weil es war wirklich jetzt nicht der höchste Lohn. Also der deutsche Mindestlohn war hier nicht vorhanden. Doch der Deutsche vielleicht schon, aber die Nachbarsländer haben ein bisschen höheren, so wie ich gehört habe. Ja, und es sind hier schon zwei Maschinen. Das kommt ja doch dazu. Es sind aber alle gut durchgekommen. Also da vorne gerade keine Leute mehr. Jetzt kommen sie wieder. Ja, stehen hier schon bereit. Stuck, ja, geht auch gerade nicht voran. Kommt noch. Aktuell noch ein bisschen zu wenig Sitze, das werden wir gleich noch ändern. Wieso habe ich das wieder nicht hingekriegt? Fragen, die man sich teilweise stellt. Ja, hier ist wieder so dieser Schattenfehler oder so. Oh ne, da aufpassen. Da ist äußerste Vorsicht geboten. Wir haben das zwar hier auch schon ausgeschildert. Ich werde das jetzt mal... Ja, komm. Zuerst bauen wir da noch an. Damit wir hier auch einen vernünftigen Exit haben. So. Denn der Exit ist ja mal nix. Und zwar ist ja eigentlich klar, wo der Exit kommen wird. Weil wir ja jetzt auch hier unser grüner Teppich schon richtig einplatzieren können. Nämlich so.
Und dann hätte ich jetzt gesagt, machen wir hier einfach so weiter. Nach oben. So, der Rest natürlich nicht. Der Rest ist normaler Fußboden. Ja, der auch ein Vermögen kostet. Ja, heute eine große Baufolge. Also wir haben bald 1 Million investiert, könnte man meinen. Ich glaube wirklich. Ja, und ihr seht, es ist viel zu eng hier, also. Ja, 930.000. investiert. Wir machen aber auch einen Tag. Wir können mal gestern schauen. Da haben wir 730.000 plus gemacht. Also wenn ich jetzt nichts mehr investiere, werden wir am Ende trotzdem noch plus haben. Was schon gewaltig ist eigentlich. So, ihr seht die Render Distance, die wurde verkleinert. Also wenn ich ganz draußen bin, dann sieht man hier nur ein paar Leute, meint, da ist nichts los, aber kommt man ran. Ja, da ist was los. Ja, die Bauarbeiter zischen hier durch. Ja, die haben auch zu tun, sag ich mal. Okay, und dann werden wir hier. Oder soll ich hier den Gang 3 breit machen? Ich glaube, wir können uns das leisten, hier dann 3 zu machen. Erstmal die Übergangslösung ist auf der Höhe, sage ich mal so. Und zwar ab hier wird es 3 breit. So. Das Ganze trennen wir hier wieder ab. Mach hier vorsichtig die Wand weg. Man darf nichts Falsches machen. So, grün. Ja, und eigentlich kann ich dann ab hier Security Exits platzieren. Oh, da unten haben sie schon gebaut. Ja, es ist groß. Aber ich glaube, wir brauchen das. Besser mehr Bänke setzen da. Weil das hatten wir früher auch. Und dann machen wir es hier mal ein bisschen anders. Man muss ja eben nicht immer alles gleich machen. Sagt gerade der Richtige eigentlich. So, hier machen wir diese Seite Exit. Diese Seite. Hier warte ich noch, bis sie bauen. Und dann machen wir irgendwo dann noch... die können wir eigentlich lassen. Ja, lassen wir einfach das. Fertig. Ja, die kommen kaum hinterher. Auf 3x Speed. Und die kommen nicht hinterher mit dem Bauen. Ich muss nur überlegen, ich darf jetzt keinen Fehler machen, denn sonst ist der ganze Flughafen wieder eine Bankrotterklärung, könnte man schon sagen. Also ich muss unbedingt schauen, dass hier zuerst die One-Ways drin sind. So. Dann hier kann man eigentlich öffnen jetzt. Und das Ganze natürlich grün machen, so und so. Dazu kommt da wieder hier schließen. So, wir haben einen Weg raus. Und dann können wir eigentlich hier öffnen. Und da können wir schließen. So.
Jetzt ist sicher wieder eine Maschine gelandet. So, sobald geschlossen ist. Ah ne, es ist gerade Nacht. Super. Ah, der kommt schon mal raus. Sobald geschlossen ist, kann das weg, denn hier ist ein geschlossener Raum. Und wir haben sehr viel weiteren Platz geschafft. Wo wir jetzt überall glücklicherweise wieder die Wand abbauen dürfen. Und aufpassen müssen, dass wir hier die Security-Zone nicht zerstören. Das ist ganz wichtig. So, da einmal hoch. Einmal hier das Ganze. Ich hoffe, es funktioniert auch. Ich nehme mal an. Dann seht ihr, ist es hier einfach auf der anderen Seite. Logischerweise hätte man es auch hier machen müssen. Und dann hier irgendwie durchschleusen. Nur wäre das recht schwer geworden. Ich glaube, das Spiel wird uns in einem späteren Stadium noch andere Möglichkeiten anbieten. Nehme ich mal an. Auf jeden Fall, hier ist ein bisschen eng, da müssen wir noch was machen. Aber jetzt haben wir auch mehr Platz für die Security. Das heißt, wir können noch ein bisschen nach oben rutschen. Und auch hier eine schöne gerade Linie herstellen. Ja, warum denn nicht? Für das mache ich da erstmal sofort Kehrungen und mache hier mal zu. Und dann können wir da drüben, das ist ja der äußerste Punkt, können wir da beginnen, wieder die Security-Zone aufzubauen. Und zwar hier oben auf der Linie. Hä? Was haben wir da für eine Linie? Wir können nach oben rutschen eigentlich, auf der Höhe. Ja, das sehen wir schon. Auch gehen wir mal hier so. Da, sollte immer noch passen. Eins runter, so. Das passt immer noch nicht. Ein Abstand, oder haben wir hier zwei? Zwei Abstand haben wir da. Also so. Naja, ist eins zu knapp. Machen wir so. Ja, da passt es natürlich wieder mal gerade nicht, aber das wird sich noch machen. Und hier. Beginne ich mal da hinten. So. Ah, ist nicht übertrieben. So, bis hierhin reicht's. Jetzt sollte ja nichts passieren, wenn ich hier Security mache, oder? Nee, passiert nichts. Hier wird die ganze Zone wird Security. Ja, nicht ganz bis unten. Denn da haben wir ja gesagt, machen wir dann hier auf der Höhe circa dicht. So. Das wird dann bereits der Ausgang hier. Dann haben wir hier ein bisschen mehr Platz. Schadet ja nicht. Und jetzt ist nur die Frage, wie baue ich das Ganze um? Also erstmal braucht es dann hier. Und da wird es jetzt schon wieder knapp, wie ihr seht. Eine Wartestange, die ganz nach hinten geht. Die hier betreut quasi. Die vier, sage ich mal. Eine weitere, die hier hinkommt. Und noch eine Fastlane, so gesehen. So, solange da noch keine Mitarbeiter drin sind, geht es eigentlich ganz gut zum Anschließen.
Hier macht man Coach Only. So, sagt sich natürlich jeder, das ist viel zu übertrieben hier, was du da baust, aber wenn hier dann 4 Gates plus nochmals 4 Gates sind, sind das 8 Gates, aber Maximum 500 Personen wird es nie da haben, sag ich mal. Aber so, man muss mit dem Maximum rechnen, das sind 4000 Leute. Und deshalb braucht es da schon ein bisschen was. Natürlich wird es hier vorne dann auch eng, da wird auch noch was mehr hin müssen, aber gebaut ist gebaut, sag ich mal. So, und jetzt wäre das Ziel, dass wir mehr Leute einstellen, was wieder kostet. Das wird ein Vermögen kosten hier. So, Klick hitten. So. Die sind bereit, oder? Und jetzt können wir hier aufmachen. Stimmt das so? Ah, und hier natürlich auch. Da sollte ja nichts passieren auf dem Flughafen, oder? So. Ah, und eigentlich ist es gerade Nacht. Das passt ja gerade. Hier weiß ich noch nicht. Ich ziehe mal hier die Mauer ein bisschen weiter auf die Höhe von hier. Und das heißt, die Security geht theoretisch bis hierhin. Ich lasse es aber mal weg, glaube ich. Passt es denn gerade schön? Ja, es passt schön so. Dann werden wir das so lassen. Dann können wir später immer noch die Leute hier durch abführen. Irgendwo dadurch, obwohl es da auch keine richtige Vorlage gibt. Aber wir haben uns auch immerhin die Möglichkeit geschaffen. So, das ist jetzt eine Security-Zone. Sollte für den Flughafen immer noch kein Problem sein, genau. So, und jetzt müssen wir uns von ein paar Mitarbeitern hier verabschieden. Die aber gleich wieder gebraucht werden. Da bin ich mir nicht sicher, was da wieder ist. Da kommt so niemand. So. Wo sind hier die Bauarbeiter? Um 6 Uhr kommt hier das erste Flugzeug. Da muss das hier gemacht sein. Ah, die sind hier den Müll am Einladen, glaube ich. Ja, wie ihr seht, es geht genau auf. Also lassen wir das erstmal so. Dann auf der Höhe hier. Es geht bestimmt nicht auf. Ah doch, es muss aufgehen. Also auf jeden Fall in 2er Schritten. Weil die ja auch 2er Schritte sind. Das andere ist ja relativ egal. Da haben wir gerade ein Problem, genau. So. Und da kommen wieder die Mitarbeiter zurück. Und da kommen die ersten Leute rein. Jeder Tag etwas Neues zu sehen, das ist doch schön. Da freuen die sich ja richtig. Also da haben wir gesagt, passt keiner mehr, genau. Hier sollte ich die Zone richtig abrunden. Damit das passt. Ja, dann haben wir hier immer noch nicht mehr Platz. Das heißt, wir machen das hier so zu.
und stellen das quasi als Fortsetzung von dem hin. Und da kommen ja die Leute schon. Wie sieht's aus mit der Anteil? Ja, immer noch unter 10% First Class. Also das hat wirklich abgenommen. Man kann jetzt nicht sagen, ob es allgemein so ist oder nur weil die Wertung unseres Flughafens im Keller ist. Das lässt sich nicht sagen. Aber es hat abgenommen, auf jeden Fall. Oh ja, da fehlt noch einer. Das kann weg. Und da bin ich schon sehr zufrieden mit unserer aktuellen Lage. Wir haben eine größere Security. Die ist zwar nicht ganz so groß wie die, aber sie lässt sich hier noch erweitern. Das ist der Vorteil. Also der Raum hier, der ist eigentlich verschenkter Platz, ich weiß. Aber jetzt hier irgendwie noch einen Wendeplatz oder so hinzubauen, bringt es auch nicht. Electronics Vending... Also ich sage immer noch, das ist ein Bug. Also so viel wie da gebraucht wird. Gut, und jetzt kriegen wir gerade das neue System demonstriert. Die Leute laufen jetzt hier oben rum. Es ist immer noch eng. Und gehen hier raus, neue kommen rein. Ja. Theoretisch könnte man es auch hier durchziehen. Und wieso habe ich es hier gebaut und nicht hier? Das lasse ich gerade mal korrigieren. Wichtig, wenn ihr das selbst macht, immer zuerst die neuen setzen und dann die alten abbauen. Sonst gibt es sofort Probleme. Gut, und wie wir sehen, sollten wir Mülleimer platzieren. Weil die Leute ja gerne unterwegs einfach mal was wegschmeißen, oder? Gut. Fürs Erste sollte das reichen. Okay, der hat's gebaut. Dann kann das hier abgebaut werden. Hallo? So. Dann müssen die nämlich auch nicht so um das Ganze herumlaufen. Sollte dann besser gehen. Ja, meine Stimme verabschiedet sich schon wieder irgendwie. Also ich bin immer noch nicht 100% gesund. So ist es immer noch. Aber eigentlich schon gesund. Aber nicht das gesund, was ich mir wünschen würde, sag ich mal so. Also wir haben 1 Million. Wir haben 1 Million. Warum auch immer. Dann wird erstmal hier wieder fett gebaut. Nämlich da eines und da eines. So. Dass das schon mal gemacht ist. Dann im Untergrund. Genau, müssen wir hier noch das umändern. Stell ich mal die Zeit hoch. Dann sollten sie das relativ schnell haben hier. Ja, von 1 Million auf 850.000 geht relativ schnell. Ja, sie wollen natürlich beide miteinander bauen, warum denn nicht? Wenn es doch einfacher geht, etwas abzuschließen und danach was Neues zu beginnen. So, jetzt haben sie es. Gut. Angeschlossen, das passt. Dann können wir den da anhängen und den auch. Und da können wir leider kein Hangar richtig mehr hinstellen, nur noch, weil Medium passt da nicht mehr hin. Wie ihr seht, deshalb muss da ein kleiner Hangar hin. Und zwar exakt gespiegelt zur anderen Seite, so.
Und dann hätte ich gerne noch das hier gekauft. So. Und jetzt speichert er wieder. Ah, oh. Naja, wir sind bei 25 Minuten. Es ist abgestürzt. Ich kann es nicht verstehen, warum. Wir sehen uns wieder bei der nächsten Aufnahme. Seid auch da wieder dabei. Bis dahin. Tschüss.